Hallo liebe Golffreunde, hier ist Christoph Pausig von Progressive Golf, einfach besser Golf spielen und heute mit einem winterlichen Tipp. Der Winter eignet sich ja hervorragend dafür, dass man schwierige Lagen übt und heute üben wir den eingebohrten Ball im Schnee und im Sommer wäre das dann der eingebohrte Ball im Sand. Ich habe hier einen Golfball und den lasse ich mal hier reinfallen und einbohren. So, und dann reden wir ganz kurz drüber, wie man das spielt. Ihr kennt sicherlich alle die Standardtechnik im Bunker, wo man die Schlagfläche etwas öffnet mit einem Sandwich oder Lobwedge. In dem Fall aber öffnen wir nicht den Schläger, sondern wir schließen ihn ca. 60-70 Grad, dass das ungefähr so ausschaut. Und die Idee ist es, dass wir den Ball ungefähr 5 cm vor in den Boden hineinschlagen und hier, wo das Socket ist, da den Ball versuchen anzuvisieren. Der ganze Schnee oder Sand wird nach vorne geschoben und der Ball kann wunderschön rausgehen. Das schaut dann so aus. Hier schließen, Ballposition in der Mitte, Gewicht links, steil aufwinkeln und mit Energie in den Sand hinein. Viel Spaß beim Trainieren!